Ah, man kann sogar einstellen. Ah, das ist cool. Ey, ja. Das passt ja wie die Faust aufs Auge, nachdem ich ja jetzt auch hier Zelda Oracle of Seasons gestartet habe, dass ich jetzt auch hier die Jahreszeit ändern kann. Wie verrückt ist das denn? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardust Chronicles, die zweite Demo. Ja, wie denn, wo denn, was denn, das gibt's immer noch? Ja, das gibt's immer noch. Ich kam nur in letzter Zeit leider nicht so sehr zum Aufnehmen, wie ich es gerne wäre. Und deswegen gab es da den einen oder anderen Ausfall. Und für mich ist es jetzt wahrscheinlich wirklich schon fast wieder ein Monat her oder so, dass ich das gespielt habe. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so recht, wo wir stehen geblieben sind. Da muss ich jetzt selber erstmal ein bisschen gucken. Suche im ewigen Eis, Monster beschwören. Ich hasse Paralyse. Stimmt, das hatten wir auch noch. Gift herstellen. Schattentale, Bambus, Erdthymian. Ja, okay. Ich schau mal an der Tafel, ob es da noch was gibt, was wir uns holen können an Quests. Damit wir auch langsam mal Level 5 werden, damit wir auch langsam mal hier aus dem Dorf rauskommen, das fände ich ganz wunderbärchen, ne? Evelyn und Fina sind wieder zurück. Wer sich an der Suche nach den beiden beteiligt hat, kann nun damit aufhören. Achso, das ist okay. Okay. Ein Rudel Squimmel, Anfrage gestellt von Nerolia. Ah, unsere schöne Wächterin, okay. Sie terrorisieren andere Monster und scheinen sehr rauflustig zu sein. Vielleicht finden. Okay. Dann nehmen wir das doch einfach mal an. Und den Boten des Clans, das habe ich mir, glaube ich, auch schon mal durchgelesen von Kero. Ja, den nehmen wir auch mal an. Ja, dann, gucken wir einfach mal, was das Stalker-Tool sagt und gehen dann zu Nerolia, ne? Nerolia, wo bist du denn? Wo bist du da? Am Strand. Oh, Nerolia. Gleich bin ich da. Nerolia. Ne Quest hast du da? Okay. Hi. Hallo, Temsek. Hey, Wirbel. Ich habe deine Anfrage am schwarzen Brett gesehen. Du benötigst Hilfe beim Kampf gegen einen Rudel aggressiver Squirmel? Ich benötige keine Hilfe. Aber ich dachte, es wäre ein gutes Training für dich. Folge mir. Wohin gehen wir? In einen abgelegenen, legendären Teil des Torosees. Dort, wo ich das Rudel zuletzt gesehen habe. Okay. Voll mit dem Schalter. Aber coole Bäume. Sie sind nicht mehr hier. Dann müssen wir wohl tiefer in den Wald vordringen. Hier warst du sicher noch nie, was? Diesen Bereich des Torosees kennt eigentlich niemand. Deshalb hier die kurze Information für dich und Wirbel. Ja. Dieser Schalter hier scheinen Einfluss auf das Klima in diesem Gebiet zu haben. Ich habe sie sonst noch nirgendwo gesehen. Nur hier. Auch wenn das sicher der Fauna hier nicht gut tut, können wir das für unsere Zwecke nutzen, um voranzukommen. Schalter, um die Jahreszeit zu verändern? Da muss mächtige Magie dahinter stecken. Ob wir dafür eine Erklärung finden? Übrigens stehen hier auch hin und wieder Kisten herum, die Pflanzen enthalten. Und obwohl die Kisten sehr alt aussehen, sind die Pflanzen noch ganz frisch. Ich vermute, dass es sich um alte Lagerkisten handelt. Alte Lagerkisten? Klingt fast, als hätte das mit dem Klimawandel, der Pflanzenvielfalt und den Kisten einen Zusammenhang. Nerolia hat sich dem Team angeschlossen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Aber jetzt will ich erstmal... Jetzt will ich mich erstmal so umgucken, bevor ich hier irgendwas abändere. Ah, da ist so eine Kiste. Bambus, plus 10 HP. Lass mal checken, wie es um die Gesundheit steht. Ich dachte, Nerolia hat sich... So viel dazu. Let's go. Einfach mal abchecken, ohne Pack kommt Wind nicht doof. Vielleicht, ich weiß es nicht. Naja. Angriff! Wir haben da ernsthaft auch so eine... Aber wir müssen ja vorne angreifen, ne? Da war ja was. Wir müssen ja erstmal vorne angreifen, Wasserweitwurf. Aber ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Autsch!
Pflanze ist ja wahrscheinlich im Zweifelsfall auch ein bisschen schwächer, weil die kennen wir ja schon. Bam, bam, was ist das für ein komisches Vieh? Mach das doch einfach mal platt. Okay, ich bin positiv überrascht. Das funktioniert ja Wunderbärchen. Wunderbärchen funktioniert das ja. Patz. So. Da ist jemand vergiftet. Das finde ich nicht gut. Wer ist denn hier vergiftet und wer greift an? Wer hat Mut? So, sehr schön. Habe ich da gerade... Oh yeah, Level Up! Cool. Das heißt, wir können endlich mal aus dem Dorf raus, dem nicht. Aber habe ich da gerade, als der Kampf geendet hat, hinter der Kachel für Temsig und Nerolia noch weitere HP aufblitzen sehen? So weitere, eine weitere HP und MP-Anzeige, beziehungsweise RP. Ich meine, ich hätte da gerade was gesehen. Und das hat mich so ein bisschen verwundert, wenn ich ehrlich bin. Aber na gut. Kann ich da hier 10% HP? 10% von ihm wären... ja, Kommaverschiebung, ne? 13. 13,6, also 14. Wie viele habe ich von den Dingern? Einen. Ah, da, Genauigkeit. HP plus. Wow. Nee. Schokomenze HP 20%. Das wären dann. Ja, komm. Das machen wir mal. Aber Nerolia kann ich irgendwie nicht heilen. Das finde ich gerade ein bisschen interessant. Ja gut, Jahreszeit kann ich ja scheinbar ändern mit dem Hebel. Dann machen wir doch einfach mal Winter, damit der See zugefroren ist. Gehe stark von aus. Ah, man kann sogar einstellen. Ah, das ist cool. Ey, ja. Das passt ja wie die Faust aufs Auge, nachdem ich ja jetzt auch hier Zelda Oracle of Seasons gestartet habe, dass ich jetzt auch hier die Jahreszeit ändern kann. Wie verrückt ist das denn? Mensch, als hättest du es geahnt. Als hättest du es geahnt, dass es so kommen würde. Wahnsinn. Der gute Orange Four kann in die Zukunft sehen, wie scheint. Es ist doch verrückt. Okay, das bringt mir jetzt nicht so viel. Da müsste ich eher rechts die Zeit verändern. Aber bevor ich rechts dann die Zeit verändere, werde ich links mal das Viech blätten gehen. Ich glaube, das halte ich für eine gute Idee. Ach, die steht da unten. Ach so. Bats. Oh nein. Lass doch Nerolia in Ruhe. Was soll das denn? Ach stimmt, die ganz rechte... Ah, deswegen waren das 5 Kacheln, weil die ganz rechte ist für die Info, wer am Zug ist. Alles klar. Okay. Und bei der 4. habe ich nämlich, meine ich, vorher diese Info gesehen, die mich ein bisschen verwundert hat. Mal schauen, ob es wiederkommen wird. Aber es ist ja halb so wild. Es funktioniert ja alles. Deswegen, ne? Bats. Benzer. Ja. Da kommt eine 0-0. Ha! Ich hab's halt aus dem Augenwinkel... Sorry, ich hab's halt aus dem Augenwinkel gesehen und war schön verwundert. Aber wenn ich von unten kommen muss, was bringt mir dann dieser Hebel? Ah, nee, okay. Ich kann auch von hier kommen. Verstehe. Was mich jetzt interessiert, kann ich hier in bestimmten Jahreszeiten noch irgendwelche Pflanzen oder so finden? Flauschling. Okay. Flauschling. Deswegen, ich werde jetzt gerade mal noch ein paar andere Jahreszeiten testen. Vielleicht gibt es da ja noch irgendwie Schokominze oder dass irgendwas anderes noch wächst. Wer weiß. Ich meine, versuchen kostet nichts. Okay, jetzt haben wir Frühling. Jetzt haben wir Frühling. Okay. Und Herbst? Nur mal so eine Frage. Ah, auch schick. Aber dann lassen wir doch mal Herbst.
dann lassen wir doch einfach mal Herbst. So, vielleicht ist es ja gerade goldrichtig, so wie die Blätter, ne? Ja, bräuchte ich eher Winter. Winter. Oh, ich hätte vielleicht Themse keilen sollen. Ich bin ein Depp. Oh nein, das könnte ins Auge gehen. Da-da-ba-ba-da. Das ist nicht so schön. Aber zum Glück kann man ja immer noch hier fliehen. Aber das wollen wir nicht machen. Autschi! Was soll das denn? Geht mal mehr auf Nerolia. Die hält das aus. Die hat eine Rüstung an. Ja, das ist gut. Oh mein Gott. Bitte, das könnte eng werden. Aber sollte reichen. So, jetzt le. Temsig, dann können wir danach dann heilen, ne? So. Schön. Mach mal Winder. Was macht denn eigentlich der Flauschling dann? Muss ich gleich auch mal auschecken. Dies muss ich dann gleich auch mal auschecken. Erdbeer-Thymian. Milchglöckchen. Oh, Milchglöckchen. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Gegenstände. So, jetzt müssen wir ihn mal ein bisschen hier, ne? HP 40. Wie viel habe ich davon? 2. Ja, komm. Er braucht es. Den 100%er, den will ich für den Notfall aufheben. Ist, denke ich, auch irgendwo verständlich, ne? Ah, da kommen wir echt nicht. Aha, hier ist der Weg blockiert und dahinter ist dann wahrscheinlich so ein Boss. So ein Bossvieh. Guck. Oh, 2 von den Viechern. Zack. Oh, freue ich mich schon, wenn ich dann auch ein Black drum habe. Oh, Leute, das wird jetzt richtig cool. Das wird jetzt auch erstmal ein bisschen aufgenommen, wieder das Spiel, ne? Dass ich wieder ein bisschen was habe. Und tatsächlich gerade auch mal unter der Woche. Ja. Ich habe gerade diese Woche jetzt unter der Woche mir die Zeit genommen, am Abend hier ein bisschen mal hier aufzunehmen. Auch wenn ich normalerweise da mich eher nach der Arbeit tatsächlich eher berieseln lasse. Gerne. Aber, ich muss gerade sagen, ich habe auch wirklich wieder mega Lust auf dieses Spiel. Ich habe es auch viel zu lange nicht mehr gespielt, wirklich. Ich habe es viel zu lange nicht mehr gespielt, vor allem da es so cool ist. Die Truhe ist leer, ein kühler Wind tritt aus. Ob das ein Frischhaltemechanismus ist? Nennt sich Kühltruhe. Achso, halt, das kennen die da ja noch nicht, ne? Sommer. Gehen wir einfach mal vom einen Extrem ins andere. Und jetzt leuchtet hier auch alles wieder. Moment, wie sieht's denn mit den HP aus? 70. Ah, dann könnte man ruhig wieder mit der heilen ein bisschen. RP, halt Gift, Paralyse, temporäre Geschwindigkeit, 10% HP. Nee. Ah, komm, gib's ihm einfach. Was soll's? Gib dit einfach dem Temsig und dann passt das schon, weil ich rechne hier ist echt mit einem Boss. Sei vorsichtig, Temsig. Dort drüben sind sie. Ich hab die schon die ganze Zeit gesehen. Ich nehme erstmal das hier. Sahneglocke. Was hat die jetzt wieder gemacht? Ah, RP. Ah, RP haben wir jetzt gut auf Vorrat. Das ist cool. Ja. Let's go. Ach du Schande, sind das viele. Und dann macht einer von denen auch noch so ein Mega-Ding rein. Ich probier's einfach mal, aber ich
habe wenig Hoffnung. Oh, bin ich denn doof? Alle RP Schaden 3. Halt. Was? Halt und HP. Komm, hau raus. Was? Verarschen. Ja, wenn die das jetzt noch gut durchhält, probiere ich einmal das Heilen, ob das Temsik auch wiederbelebt. Und ja, okay, dann probieren wir das einfach mal. Nee, dann tschüss. Tschüss. Ah, das ist ja vollkommen übertrieben. Ah, das ist ja... Was zum... Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, worauf sich die Warnung dann vielleicht so ein bisschen bezog, die mir ausgesprochen wurde, dass man da wohl mit den Quests so ein bisschen aufpassen sollte. Aber ist okay. Wir machen einfach nochmal den Winter und schließen das wann anders ab. Ich meine, Leute, wir können jetzt aus dem Dorf. Wir können jetzt aus dem Dorf. Wie cool ist das denn? Und wir können auch nochmal Eisen holen für unser Plektrum. Und überhaupt, das ist cool. Quest abbrechen, solange du das maximale Level für diesen Quest nicht überschreitest, kannst du ihn erneut annehmen. Ja, ist okay. Ist okay. Also im Training ist das auf jeden Fall echt super. Die geben mega Erfahrung. Und solange es nicht gerade 4 Stück sind, ist das auch echt gut machbar. Also falls die wiederkommen, wäre das schon Hammer. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht so ganz dran, dass die wiederkommen. Ich glaube eher umgekehrt, dass ich es wieder annehmen müsste. Checken wir mal, wie das hier... Ja, genau. Okay. Aber jetzt erstmal hier... Ich nehme es jetzt aus Absicht nicht wieder an. Einfach, dass ich, hier wieder... die Möglichkeit habe, mit Nerolia zu reden, weil sonst vergisst du das und dann spricht die dich gleich wieder drauf an und dann ist irgendwie doof und muss ja nicht sein und ihr wisst, wie ich meine, ne? Ihr wisst, wie ich meine. Aber bevor ich aus dem Dorf gehe, werde ich wahrscheinlich nochmal kurz in die Mine gehen und schauen, dass ich ein paar Erze farme. Ich will das Plektrum. Ich will das Plektrum, aber ich will eigentlich auch raus. Aber ich will das Plektrum. Das kann mir draußen wahrscheinlich nützlich sein. Aber ich würde sagen, während ich jetzt hier schon mal ein bisschen... Hä? Hi. Okay. Nur dasselbe wieder. Während ich hier schon mal ein bisschen Richtung... Moment mal. Moment mal. Hä? Ey. So viel zu sehen. Magst du eigentlich... Hey, Wirbel. Magst du eigentlich Gruselgeschichten? Mag ich Gruselgeschichten? Als Geschichte, ja. Wenn es interaktiv ist, als Spiel eher nicht so. Aber an sich gegen Gruselgeschichten, ja, doch, passt. Tatsächlich, Wirbel? Das wusste ich gar nicht. Ich liebe auch gruselige Geschichten. Ich glaube, wir werden uns super verstehen, Wirbel. Okay, cool. Und Temsik steht nur da und denkt sich, was ist hier los? Nerolia bietet mir manchmal Hilfe beim Austragen der Briefe an, aber ich finde, sie hat wirklich selbst genug zu tun. Einmal glaube ich, sie tut das einfach nur aus Langeweile. Immerhin schützt uns die Sternstaubbarriere zuverlässig vor Monstern. Ja, gut. Aber ich würde sagen, für diesen Part soll es das erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet wieder Spaß an diesem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Und wenn wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Stardust Chronicles, die zweite Demo. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Leute.